mein Gott, es ist so krass. Ja, ich bin froh, dass so viele von euch gekommen sind und dass wir alle gemeinsam dafür kämpfen können, dass wir alle unteilbar sind. Ich bin Melissa Sedi und neben mir steht Güner Sedi von Romanus zum Nahe, der Verein in Sachsen, den Roma gehört. Also der Roma-Verein aus Sachsen. Genau. Wir engagieren uns für Vielfalt und gegen Diskriminierung und Rassismus, Leute. Wir Roma sind leider sehr oft von Rassismus betroffen, obwohl wir die größte Minderheit in Europa sind. Wir sind Europäer. Wir leben hier seit mehr als 1000 Jahren. Wir sind unteilbar von Europa, von Deutschland. Wir gehören in die Mitte in dieser Gesellschaft, aber leider, wir brauchen viel mehr Anerkennung. Wir brauchen Anerkennung und Gleichberechtigkeit. Solche Veranstaltungen wie heute sind viel wichtiger. Nicht nur für uns und für viele Menschen, die hier gekommen sind. Wir brauchen ihre Stärke, die brauchen ihre Unterstützung. Aber es ist sehr wichtig, dass wir unser Engagement gegen Diskriminierung und auch im alltäglichen Leben zu zeigen. Ich brauche euch ein Ereignis zu sprechen, das wir vor ein paar Tagen in Jena gehört haben. In einer Bäckerei wollte ein kleines Mädchen Kuchen kaufen und kam da rein, die hatte nicht genug Geld. Und natürlich, die Kunden, die mal reingekommen sind in seinen Laden, die haben gesagt, okay, wir bezahlen das. Natürlich, die Ladenverkäuferin hat sich da quergestellt. Hat sie gesagt, das sind Roma-Kinder, die kommen hier zu betteln. Aber die Kunden in dieser Geschäft haben gesagt, wir kaufen das und haben sie sich durchgesetzt. Und damit sind dann auch in Öffentlichkeit gegangen, weil haben sie sich dann irgendwie angespürt gefühlt. Dass da muss dann etwas tun. Dass dann nicht so welche Menschen wie diese Verkäuferin diese Menschenwürde wegzunehmen. Ich bedanke mich an alle, die heute hier gekommen sind und die geben uns dann viel Stärke und viel Sicherheit. Nicht nur uns, dass wir 1000 Jahre hier leben, sondern auch für die nächste Generationen, die hier kommen, dass sie sich wohl zu fühlen und das auch sicher zu erscheinen. Vielen Dank. Upre Roma! Bleibt ihr hier? Danke an Romanus und Nall. Wir sind Freunde. Wir sind nämlich Katrin und Heike vom Mietenwahnsinn. Bündnis Stoppen aus Dresden. Valencia, ja, wohnen geht alle an, genau. Valencia, Berlin, Paris, Budapest oder Nikosia. Wie in so vielen anderen Städten wird die Miete mehr und mehr zur Schicksalsfrage. Darum standen wir, wie viele andere auch in Europa und überall, am 6. April dem Europäischen Aktionstag gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn auf der Straße. Als Teil einer globalen Bewegung, die ihr Recht auf Stadt, ihr Recht auf Zentralität, auf Teilhabe an Kultur, Ökonomie und politischem Leben einfordert. Unsere Bewegung Recht auf Stadt ist vielfältig und wir begegnen uns nicht nur bei Fragen um Kämpfe um Mieten, Wohnungslosigkeit oder Armut. Nein, wir treffen uns auch auf der Demo zur Verkehrswende, wir treffen uns bei der Seebrücke, bei den Kämpfen ums Bleiberecht und für die solidarische Stadt.
Recht auf Stadt und Never Mind the Papers sind die Vision einer städtischen Gesellschaft, die keine nationale Zugehörigkeit kennt, in der das Recht auf Stadt nicht vom Geldbeutel und nicht von Papieren abhängt. Denn so verstehen wir Stadt. Nicht als abgegrenzten Raum, sondern als etwas, das durch alle lebt, die es ihr Zuhause nennen. Die Stadt sind alle, die hier sind. Deshalb sind unsere Belange die Belange der Stadt. So einfach ist das. Wir fordern deshalb Schluss mit Sparzwang und Schuldenbremse. Wir fordern die Enteignung und Vergesellschaftung des privatisierten Wohnungsbestandes. Leistbarer Wohnraum für alle. Schluss mit Zwangsräumungen. Wir dulden keine Lager, keine sogenannten Ankerzentren. Und wir dulden auch in der Stadt kein Racial Profiling. Alle bleiben, kein Mensch ist illegal. Und danke. Danke, und weiter geht's im Rückgang.